Die Grünen stehen vor einem Wechsel an der Parteispitze. Aussichtsreichste Kandidaten für die Nachfolge von Annalena Baerbock und Robert Habeck sind diese beiden Grünen-Politiker. Als Parteivize macht sich die 28-jährige Ricarda Lang besonders für die Themen Feminismus, Vielfalt und Strategien gegen rechts stark. Lang tritt mit 18 Jahren der Partei bei. Ein 2012 begonnenes Jurastudium schließt sie nicht ab. Von 2017 bis 2019 ist sie Vorsitzende der Grünen Jugend. Seit vergangenem Herbst sitzt Lang im Bundestag. Ungelegen für den Start in ein neues Amt kommt für die Politikerin der Wirbel um die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen den bisherigen Grünen-Vorstand wegen inzwischen zurückgezahlter Corona-Boni. Der 46-jährige Omid Nouripour wird im Iran geboren, kommt mit seiner Familie als 13-Jähriger nach Frankfurt am Main. Auch er hat sein Studium der Rechtswissenschaften und Philosophie nicht abgeschlossen. Nouripour sitzt seit 2006 im Bundestag, gilt als ausgewiesener Außenpolitik-Experte. Als Parteichef will Nouripour das enttäuschende Wahlergebnis der Bundestagswahl aufbereiten und die Grünen zur führenden Kraft der linken Mitte in Deutschland machen. Den künftigen Parteivorstand sieht der Vater eines Sohnes als Scharnier zwischen der Basis und den an der Bundesregierung beteiligten Grünen.